Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider Anniversary. Ich konnte immer noch nichts essen, richtig schade. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ich glaube, das ist der Plan und da habe ich gerade was gesehen. Dankeschön. So. Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? Vielen Dank. So. Okay. So, das sieht doch schon mal gut aus. Aber hier gab es, glaube ich, auch wieder so einen fancy Sprung. Kann das sein? War das nicht der hier? Nein, ich glaube nicht. Der sieht nicht fancy aus. Wir sind anscheinend auch schon draußen, also weiß ich jetzt nicht, was hier jetzt ein fancy Sprung war. Aber okay, wir haben es, glaube ich, jetzt soweit geregelt, oder? Lara? Ich habe mir nichts Neues zu trinken gemacht. Das ist ungünstig. Und ich habe meinen Timer nicht gestellt. Meine Güte. Was ist denn jetzt schon wieder los? So sieht's aus, wenn man sich aufs Essen freut und dann wird's nichts. Super. Vielen lieben Dank, Tomb Raider Anniversary, an dieser Stelle. Ich weiß es gar nicht. War das egal? Nein, ich glaube nicht. War das egal? Ich weiß es nicht. Es sieht nicht so aus, als wäre es egal. Ich meine, es war das. War es nicht das hier, was das Richtige war? Ich weiß es nicht. Vielleicht wegen dem Ding da. Ich weiß es nicht. Ich meinte, es gab nur eine richtige Stelle. Naja, wir probieren es aus. Komm her. So. Jetzt gehen wir mal nach unten. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie man an diese Dinger da unten kam. So, ich lasse es jetzt einfach mal hier so. Mit Glück. Ist das nicht sogar schon drüber? Naja, fast. Das klappt schon irgendwie. Jetzt müssen wir nur irgendwie nach oben kommen. Kann es sein, dass das hier irgendwie... Oh, nee, es sieht nicht nach einem chilligen Rückweg aus. Nee, nee, ich glaube, wir müssen den Weg da hinten nehmen. Ich rechne hier irgendwie immer mit dem Schlimmsten. Obwohl das Tomb Raider Anniversary ist und nicht irgendein anderes Spiel. Och, Lara. Ich warte ja immer noch darauf, dass die im Remake, also in den Remakes endlich, na gut, jetzt, das waren nicht wirklich Remakes, in den Reboots meine ich, endlich die zwei Pistolen einführen. Da warte ich halt echt die ganze Zeit drauf. Wenigstens so eine Option wäre halt mal nice. Weil das war eigentlich immer das, wofür Lara so ein bisschen bekannt war. Und jetzt plötzlich, nein, du kriegst nur eine Waffe. Und ich denke mir so, okay, und in welcher Welt ist das jetzt noch Tomb Raider? Bitte zeige mir diese Welt. Vielen Dank. So, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Okay. Ja, es sieht doch gut aus. Das ist, glaube ich, genau da, wo ich es wollte. Jetzt kann man sich ja auch wieder mega die Arbeit machen und hier diesen machen und so, ne? Das mache ich jetzt nicht. Ich schwimme jetzt einfach direkt hier hin. So. Und jetzt, na, das wird noch nicht klappen. Es ist noch ein bisschen zu weit weg. Und da kommen wir noch nicht hoch. Na gut, dann werden wir das mal ein bisschen verschieben. So, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, wie man an die Sachen da unten rankam, aber das ist ja eigentlich auch irrelevant. Hauptsache, ja, als ob sie da jetzt nicht rankommt. Das ist doch schon mega nah dran. Es ist doch nur noch so ein kleiner Sprung nach oben. So, ich wollte schon sagen, ich hätte sonst echt gemeckert. Ich weiß noch, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, bin ich hier reingekommen und ich dachte mir so, hä? Jetzt bin ich hier reingekommen und hier ist einfach gar nichts. Super. Wow, dabei muss man hier einfach tauchen. Sehr schlau war ich damals. Oh nein, eine Strömung. Was ist denn hier los?
Oh nein, ein Wasserfall. Was ist denn hier los? Wo bin ich hier? Das sieht einfach aus wie so ein Abflussrohr. Schrotflintenmunition braucht Lara anscheinend nicht. Gut, dann nicht. Dann tauchen wir mal weiter. Ich glaube, das war jetzt auch nicht allzu weit. Oder doch? Ich hoffe nicht. Nein, das war ja schon hier. Gut. Dann tauchen wir jetzt erstmal hoch. Wow. So ein fetter Palast. Mensch. Ich bräuchte jetzt echt was zu trinken. Ich habe halt nicht, fast nichts mehr. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich wäre jetzt auch gern in so einer Höhle. Obwohl, ich wäre im Sommer gern in so einer Höhle. Da würde ich dann so meinen Schreibtisch aufbauen und von da aus aufnehmen. Einfach nur, weil es da schön kühl ist. Aber ohne Witz, hier muss es doch richtig geil kühl sein. Bestimmt so, keine Ahnung, 20 Grad oder so. Wenn es draußen so 40 sind, sind es hier so 20. Würde ich voll feiern. Hier geht's einmal irgendwo hin. Das schauen wir uns einmal ganz kurz an. Oh, okay. Gibt es hier Luft? Gibt es hier... Es sieht schlecht aus. Keine Luft. Bei Gesundheit, sage ich nur. Oh shit, not today. So, Medipack. Heul nicht rum. So, der Eingang ist halt verschlossen. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie aufbekommen. Wer hätte das gedacht? Und dazu müssen wir hier unten lang. So, aber da gab's Luft. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Oder? Ja. Hier gibt's Luft. So, ich, einfach nur, weil wir jetzt gerade hier stehen, ich schütte mir nur ganz kurz was Neues zu trinken ein. Entschuldigung, falls wir hier jetzt kurz rumstehen müssen, aber das ist halt sonst echt ungünstig, wenn ich gleich aufnehme und ich dann nichts mehr zu trinken habe. Und ich weiß halt, was gleich kommt. Und, dann ohne trinken, nein, danke. So, gut. Wow, es ist aufgegangen. So. Also es scheint ja so, als wäre Pierre noch nicht da. Ist halt nur die Frage, wie lange. Ich finde das auch lustig, wie die hier so das Wasser so ein bisschen verspiegelt haben. Damit man nicht sieht, was so oben ist. Damit man hier so das erste Mal hochtaucht und so voll den Wow-Effekt hat. Hier auch so voll der fette Platz und die Steine und so. Das sieht schon alles immer sehr fancy aus. Mit fancy. Oh, ja. Mein komischer Sprachassistent fühlt sich wieder angesprochen mit fancy. Es ist echt so, lol. Es reagiert halt echt auf das Wort. Ja, moin. Super. Okay, da ist schon mal das Ding, was Lara will. Der Gottkönig Teokan, einer des Dreigestirns, Hüter der drei Splitter des Sion. Cool. Führer der Auserwählten, der Atlantis nach dem großen Verrat auf immer in den Fluten versinken ließ. Da ist aber keiner drin. Sehen Sie? Instinkt kann sehr teuer sein, Mademoiselle. In Ihrem Fall kostet er Sie beide Teile des Sion. Nein, das werde ich nicht zulassen.
Das ist lächerlich. Kein Job ist es wert, dafür zu sterben. Lustig, doch, dass ausgerechnet er das sagt. Lara macht wieder auf Fancy. Oh, oh. An seiner Stelle wäre ich jetzt gerannt. Andererseits, nehmen Sie's. Bonne Chance. Touché. Na naja, gut, er ist jetzt tot und Lara denkt sich nur so, I don't care. Nein, nein. Ups, wir sind jetzt, es ist, okay, jetzt wird der andere evil. Das kostet den natürlich jetzt richtig Gesundheit. Aua. Das war aber nicht so nett. Ihr komischen, weiß ich nicht, wie ihr heißt. Aua. Der hat mich ins Wasser geschubst. Sehr unhöflich. Ach so, stimmt. Wir können denen ja jetzt die Schilder wegnehmen, ne? I remember. Das ist nicht so schlau, Lara. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mist, wir hätten jetzt das Schild benutzen müssen. Aua. Wir sollten uns dann halt immer in der Nähe der Schilder aufhalten, glaube ich. Wir triggern jetzt mal den mit dem anderen Schild. So. Dein Schild ist jetzt übrigens auch meins. Möchte ich nur mal kurz anmerken. So, jetzt müssen wir hier nur noch triggern. Das ist dann, glaube ich, auch schon alles. Bitteschön. Tja, da hat sich wohl jemand ein bisschen selbst ins Knie geschossen. Boah, es trifft sie halt jedes Mal wieder. Es ist so lächerlich. Es ist so fucking lächerlich, dass sie halt trotzdem jedes Mal auch nur ansatzweise getroffen wird. Lol. Okay, macht Sinn. Okay, wir haben nicht mehr so viele große, aber das hier ist halt jetzt echt so ein bisschen so ein Masterkampf. Der ist schon nicht easy. Ja, wow. Hat ja super geklappt. Och nö, keine Zeit. Und was ist mit dem anderen los? Ist das ein Bug? Oder hat der sich jetzt irgendwie verdings, versteinigt? Anscheinend so ähnlich. Ciao, Kakao. So, dein Bro ist tot. Willst du jetzt noch weiter Welle schieben? So, versteiner dich mal selbst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und ciao. Da vorne liegt er noch rum. Mit so gebrochenen Fingern. Sieht gut aus. Als du die anderen Könige verraten und mit dem heiligen Dreigestirn von Atlantis gebrochen hast.
Du hast Qualopec verstümmelt. Deinen eigenen Bruder. Ich bin noch immer hier. Tiokan hat deinem Verrat ein Ende gemacht. Aber ich bin es, der dich in deinen Träumen verfolgen wird. Ja, das bin ich auch. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Lara schiebt erstmal Absturz. Tja. Das haben wir geschafft. Benötigte Zeit 3 Stunden. Geil. Ja, das lief doch ganz gut. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Und dann werde ich wahrscheinlich die Folge auch beenden. Vielleicht wird die jetzt ein bisschen kürzer. Mal gucken. Biografien, Filmsequenzen, Erneutspiele, Musik, Galerien, Kommentare. Geil. Möchten Sie Ihren Fortschritt speichern? Ja, warum nicht? Auf HHLOL bitte. Dankeschön. So. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich würde sagen, wir setzen an der Stelle jetzt einfach mal einen Cut. Die Folge ist wahrscheinlich ein bisschen kürzer geworden, aber ja. Ich muss jetzt endlich mal die Aufnahme beenden, sonst macht das so keinen Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier in Ägypten erwartet. Bis dahin.